Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, toll, dass Sie eingeschalten haben. Wir sind hier in den Couch-Konzerten. Das sind Konzerte aus der Pasinger Fabrik. Heute erstmals in der Wagenhalle der Pasinger Fabrik. Und das ist ein Stream-Konzert von Musikern mit Musiker für euch zu Hause. Also wir haben zusammen mit den Machern der Pasinger Fabrik Musiker eingeladen, die wir persönlich auch spannend finden. Das ist heute Abend ein wunderbares Trio um die Cellistin Fanny Kammerlander. Das Trio heißt Sphera. Ich habe schon ein paar Töne gehört. Sag was, Fanny, von wem stammen die Stücke? Wer hat das arrangiert? Also wir spielen unterschiedliche Sachen. Wir spielen Eigenkompositionen von unserem Pianisten Johannes Barnickel und Norbert Nagel. Norbert Nagel, Kollege von mir, den ich sehr, sehr schätze. Vor 10 Jahren das erste Mal gehört habe im Prinzregententheater.
wunderbarer Klarinettist und Saxonist von Norbert war auch das erste Stück, ja? Ja. Für seine Herzensdame komponiert, heißt Nani. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Genau. Und wir spielen eigene Kompositionen und wir bearbeiten Werke von uns verehrten Komponisten, auch solche, die man sonst vielleicht eher weniger hört. Wir haben mal ein Programm gemacht, haben wir sehr viel, der Jo und ich, sehr viel Gurdjieff gespielt und Mompou, da haben wir uns so ein bisschen auf die Suche begeben, was kann man so machen, mal ein bisschen out von den üblichen Duo-Programmen für Cello und Klavier und machen aber auch sehr gerne ein paar ganz klassische Stücke dazwischen, weil wir natürlich große Liebhaber von Schubert, Schumann und Bach auch sind und den großen klassischen Komponisten. Wir haben ja eine sehr klassische Besetzung, eigentlich Klavier, Klarinette, Cello, gibt es ja sehr viele klassische Literatur, die man in der Besetzung sehr klassisch spielen könnte und wir brechen es ein bisschen auf, wir lieben es, Lieder zu spielen. Also ein Schubert-Lied zu dritt zu vertonen, quasi so in dem Sinne wie Lieder ohne Worte, mit Instrumenten gesungen und gestaltet. Das ist so ein bisschen unser Konzept, was sich aber gerade auch noch entwickelt und wie es immer so ist. Ihr seid auf dem Weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Ja, finde ich total spannend. Wir machen diese Streams auch, um zu zeigen, was passiert momentan in der Szene. Das bekommt ihr ja zu Hause jetzt nicht so mit. Es wird ja nirgends gezeigt, was machen die Musiker momentan so. Und ich finde auch, so ein Stream ist jetzt niemals ein Ersatz für ein Live-Konzert, kann es gar nicht sein. Aber es sind, sagen wir mal, 60 Minuten, wo die Musiker aufleben und aufblühen für eine kurze Zeit, wo man darauf hinübt und wo die Leute dann zu Hause mitbekommen, was läuft momentan so, mit was beschäftigen die sich. Machen wir wieder ein bisschen Musik. Jo Barnikel am Piano, von ihm ist das nächste Stück, das wir hören dürfen. Und es ist nicht genau der Titel des Trios, Sphera. Der Programmtitel ist Sense and Sensibility. Wir hören aber jetzt ein Stück Sense or Sensibility. Freue mich schon.
Thank you.
Das ist herrliche Musik, das ist fantastische Musik, finden Sie nicht auch zu Hause? Mein Name ist Mulo Franzl, ich bin der Saxophonist von Quadro Nuevo und wir haben uns heute Sfera eingeladen in die Pasinger Fabrik. Sfera, ein Trio um die Cellistin Fanny Kammerlander. Fanny, ist das so eigentlich, du hast ja immer, vielleicht haben Sie es zu Hause auch gesehen in der Totalen, du hast ja immer an dem einen Fuß ein schönes Stiefelchen und dem anderen Fuß hast du nackt. Den hast du auf deinem Effektkasterl drauf. Ja, genau. Weil wird der da nicht kalt? Bei den nö, das nicht. Und bei den Absätzen kann man sonst das Pedal nicht treten und keine Absätze kommen ja nicht in Frage. Also du musst durchaus virtuos mit deinem Pedal umgehen. Ja, also man braucht sehr viel Gefühl, weil das ja quasi wie ein Gaspedal ist. Also ich kann sozusagen die Menge des Effekts kann ich durch die Stellung des Pedals beeinflussen. Das ist nicht nur an, aus, sondern das ist so wie, weißt du, du fährst Auto und dann schaltest du den nächsten Gang und dann fährst du sanft wieder an und so. Ja, so fährt man damit. So ein bisschen Hall mit drauf vielleicht manchmal, genau, oder? So ein bisschen Delay, ein bisschen, so habe ich über viele Jahre mir so einen kleinen Special Funny Sound zusammengebastelt. Passt jetzt auch nicht bei allen Stücken, also bei die klassischen Stücke lassen wir ganz klassisch, aber oder auch mal den Octaver für eine Bassline, das ist dann noch unten dicker und dann kommt noch läuft eine Oktave drunter mit. Und so, das ist sehr speziell zusammengebastelt, weil es eigentlich alles Gitarreneffekte sind und ich natürlich schauen muss, was auf einem so akustischen Instrument wie dem Cello gut klingt. Da kommt sehr viel Information über den Tonabnehmer rein und da muss man viel rumprobieren. Also für die Damen und Herren zu Hause, ein Octaver bedeutet, man kann entweder die Oktave drüber oder die Oktave drunter noch künstlich dazu reinbringen, natürlich nur zu dem Ton, den man auch spielt. Genau, dann aus 1 macht 2, dann verdoppele ich mich. Könnte man das Cello dann praktisch so klingen lassen, als würde der Kontrabass das nochmal eine Oktave tiefer mitspielen. Genau. Das jetzt nur für die Insider. Das würde ja eine klassische Cellistin jetzt nicht machen. Fanny, ich habe dich kennengelernt, das ist wahnsinnig lange her, weil wir im selben Landkreis aufgewachsen sind, Landkreis Rosenheim. Und ich bin immer mit dem Schulbus von Riedering losgefahren ins Gymnasium nach Rosenheim. Und die Fanny ist dann irgendwo am Schlossberg zugestiegen mit ihrem Cellokoffer. Ich war damals Autodidakt, habe mir Saxophon selber beigebracht. Ich wusste gar nicht, dass es vielleicht einen Saxophonlehrer hätte geben können. Und du hast wahrscheinlich schon Cellounterricht gehabt. Ich habe dich immer schon erwartet, dass du zusteigst. Du hast mich, glaube ich, gar nicht wahrgenommen. Doch, doch. Habe auch keinen Saxophonkoffer dabei gehabt. Was hast du dir denn damals, ich habe mir immer gedacht, ja, die ist aus besserem Hause, tolles junges Mädchen, ja, fährt jetzt zu ihrer Lehrerin und in so einem Palast und da wird ihr dann Cello ganz toll beigebracht. Was hast du denn damals für Wünsche gehabt, für Träume? Wolltest du irgendwie als Cellistin, Solo-Cellistin werden oder in einem Orchester oder was hast du so mal? Bestimmt nicht diese Musik hast du gedacht, oder? Nein, das war nicht direkt meine Vorstellung. Also erstmal hatte ich einen wahnsinnig super strengen Cellolehrer damals und gar nicht in einem Palast, sondern einen, vor dem ich total Angst hatte. Mein allererster Cellolehrer, da habe ich mir immer die Fingernägel abgekaut vor der Cellostunde. Boah. Aber er hat mir sehr viel gutes Basismaterial beigebracht. Und ich habe eigentlich damals schon davon geträumt, Musik zu studieren und Musik zu machen. Ich habe allerdings tatsächlich auch als junger Teenager wahnsinnig viel Klassik gehört, weil es das bei uns zu Hause einfach gab. Also ich hatte tatsächlich vor, schon hauptsächlich klassische Musik zu machen und habe mir diese ganzen anderen Welten eigentlich erst nach dem Studium erobert. Dann fand ich das total spannend, auszuprobieren, was geht alles noch mit so einem Instrument. Und da habe ich mich dann auf eine Suche begeben und ich spiele auch heute noch wahnsinnig gern klassische Musik, aber ich liebe es auch, auszuprobieren, was alles an Klangfarben geht. Erstmal habe ich das lange ohne das ganze Effektboard gemacht, sondern auszuloten, was kann man machen. Wir haben ja hier in der Pasinger Fabrik jahrelang Cello-Mafia gespielt mit allen möglichen artistischen Beiwerk und Cello-Mafia, genau. Ja, genau. Das ist ja eigentlich so die Reise eines Musikers durch die Stile, durch den Geschmack vielleicht auch, ja. Also mir gefallen heutzutage Sachen, die hätten mir vor 25 Jahren nicht gefallen. Ihr spielt jetzt gleich was von Schubert. Wenn mir jemand vor 30 Jahren mit Schubert gekommen wäre, dann hätte ich gesagt, ja, das erzählst du wem anders, aber ich bin nicht der Richtige für einen Schubert.
sehe das heute ganz anders. Ja? Also ihr habt auch eine Bearbeitung jetzt vom Ständchen mit einer Pianistin gemacht und das macht wahnsinnig Spaß. Ja. Und viele Dinge reifen einfach dann mit der Zeit. Da braucht so, man ein bisschen Zeit, gell? Ja, und man lernt dann so viel kennen, man wird von so viel inspiriert und dann macht einem das wieder hier eine Tür auf und wenn man da durchgeht, dann gibt es wieder die nächste Tür und das finde ich auch total spannend. Mhm. Ganz anderes Thema, vielleicht jetzt noch eine Frage und dann gibt es wieder Musik. Du hast vor Weihnachten eine musikalische Umrahmung für Gottesdienste organisiert mit vielen verschiedenen Künstlern in der Maximilianskirche in München. Ich habe auch einmal mitspielen dürfen mit der Pianistin Nicole Hatziger und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Man muss sagen, es war alles Corona-konform. Wir hatten ganz große Abstände, vor allem zum Publikum, zum Pfarrer, die Pfarrer untereinander, das Publikum untereinander, riesiger Raum, alle mit Mundschutz. Was hast du für Erfahrungen damit gemacht? Oh, ganz großartige, ehrlich gesagt. Also das war eine wahnsinnig schöne Reihe. Du hast es auch toll organisiert und moderiert. Danke. Ja, es war wirklich, also ich habe den Stefan Aloff, den Kirchenpfleger von St. Maximilian, tatsächlich im März, April habe ich mangels Jobs und aller abgesagter Konzerte Pizza gebacken in einem Pop-Up-Store und das gehörte dem Stefan Aloff und da haben wir uns kennengelernt. Er war mein Chef, ich habe für ihn Pizzas gebacken, die haben wir dann to go aus dem Fenster verkauft. Also und du hast einen Job gehabt? Ich habe gejobbt. Pizzabäckerin. Ja, genau. Und da habe ich ihn kennengelernt und das ging dann, glaube ich, 6, 8 Wochen und dann hat das wieder zugemacht, weil es hat sich nicht so richtig gelohnt für ihn. Das ist so eine Event-Location, wo er normalerweise Events macht und da haben wir uns aber kennengelernt und hatten Gespräche und er hat erzählt, dass er eben Kirchenpfleger ist, gleich um die Ecke in der St. Maximilianskirche und was er da so macht und was ich mache und Musik, dann machen wir doch mal was zusammen. Und dann kam im Herbst irgendwann die große Frage, lassen uns was zusammen für die Kultur machen und für die Künstler machen. Und die Kirche wollte da richtig Möglichkeiten, Geld und Kontakte in die Hand nehmen, etwas zu gestalten. Und dann haben sie mich gefragt, ob ich ihnen dabei helfe. Und schöne so ist Kirche übrigens, angefangen. Direkt an der Isar, mitten in München oder in der Isar-Vorstadt. Mhm. Und dann Notre Dame vom Glockenbach, sagen wir immer. Ja. Wirklich eine schöne Kirche. Und die, also da muss ich sagen, ich bin so glücklich, dass ich die Leute alle kennengelernt habe und dass über so viele Umwege man so eine wahnsinnige, da sind solche Türen aufgegangen, die haben sich so eine Mühe gegeben, die haben ja wirklich auch Stiftungsgelder dann richtig, also in hohen Summen, es waren 60 mitwirkende Musiker, mhm, verteilt auf 30 Gottesdienste. Mhm. Und wir haben Gottesdienste umrahmt, statt mit Orgel, mit Live-Musik von den Musikern oder Bands, die gekommen sind, die ihre Musik in der Kirche gespielt, ja, haben. Ich fand es auch ganz toll. Mhm. Gab es auch kritische Stimmen, die gesagt haben, hey, alles ist downgelockt und ihr macht hier Musik. Wenige, also muss ich sagen. Das ist nicht meine Meinung. Ja, ja, ist, ja, ja. Ich weiß aber, dass es solche Stimmen gibt. Und es gab sehr wenige Stimmen. Es waren natürlich ein paar. Dann das allererste Konzert, weiß ich noch, dann kamen die Künstler auf die Bühne und das Publikum hat wild applaudiert, weil die sich alle so gefreut haben. Mhm. Also ich habe erst mal unglaublich viele positive Stimmen, zahllose, ja, Mails, Anrufe, auch an die Kirche, an, mhm, die ganzen Organisatoren. Und die paar, die sind schon, die verlieren sich, aber dann kam natürlich sofort eine Frau und hat gesagt, ich dachte, es ist ja kein Konzert, warum klatschen die Leute? Und dann war ich ganz erschrocken und dachte mir, oh wow, was treten wir damit auch los? Aber es ist wirklich, es waren kleine Fünkchen, die aufgeflammt, mhm, sind und die gibt es immer, vielleicht die sich Sorgen machen oder die irgendwie nicht genau verstehen, was wir machen oder die halt immer irgendwie was finden, wo man sagt, aber wir haben so viele, ja, konform, also wir haben so ein Sicherheitspaket gehabt, mhm, dass wir, stimmt, wirklich mit gutem Gewissen wie so eine Arche Noah durch diese Zeit da geschippert, mhm, sind und das war ein, also ganz tolles Erlebnis. Sehr viel sicherer jetzt als in einem Supermarkt, ja. Definitiv. Habe ich auch so empfunden. Ja, du warst ja da, das war ja ein. Und außerdem, ich finde auch, sowas, ein Konzert ist auch was Ähnliches wie ein Gottesdienst, für mich persönlich auch immer. Ja. Also es ist, je nachdem, wie man Religion oder Spiritualität sehen mag, es ist eine Hinwendung an was Höheres, wo die Trivialitäten des Alltags einfach mal beiseite bleiben, ja, was man so mit sich sonst so rumschleppt, Probleme mit dem Partner, mit dem Auto, mit der Gesundheit, mit dem Bankkonto, mit dem Chef, das bleibt dann alles mal draußen, wenn man zuhört oder selber spielt, finde ich, so sollte es sein. Machen wir wieder Musik. Sehr es gibt gerne. Nachher noch eine kurze Abmoderation,
aber jetzt noch einige Lieder. Wir blenden immer die Titel der Lieder ein, haben wir jetzt spontan beschlossen, dass ihr zu Hause auch wisst, was gespielt wird, obwohl es nicht angesagt werden, die Stücke. Aber wir wollen mal so in Fluss kommen, ohne dauernd uns zu unterbrechen. Sehr gern. Was hören wir? Jetzt hören wir von Schubert einen Ländler. Viel Vergnügen.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ist das nicht eine wunderbare Musik? Das ist wirklich Balsam für die Seele, solche Musik erleben zu dürfen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei unseren Kollegen Fanny Kammerlander am Cello, Jo Barnickel am Flügel und an den Klarinetten und Saxophonen Norbert Nagel. Ich hoffe, Sie haben es auch genossen. Ich habe jetzt ein Gläschen Rotwein mir schon eingeschenkt. Dürfen Sie auch, wenn Sie Lust haben, natürlich immer. Das ist ja nicht verboten. unsere Streams aus der Pasinger Fabrik sind kostenfrei. Es sind voraufgezeichnete Streams immer ein paar Tage vor der Aussendung, weil wir uns auch an die Regeln halten wollen. Wir wollen also nicht um 20 Uhr einen Livestream machen und dann um 24 Uhr nach Hause fahren. Norbert zum Beispiel nach Nürnberg, nach Stuttgart. Käme dann um 2 Uhr in Stuttgart an. Nein, wir wollen auch Corona-konform, so wie Sie wahrscheinlich auch sein, und halten uns an die Regeln auf alle Fälle. Sie sind kostenfrei, diese Streams. Wenn Sie trotzdem das jeweilige Ensemble unterstützen wollen, dann wird jetzt im Anschluss an diesen Stream, nach einer Zugabe, hoffe ich, dann noch eine Kontoverbindung eingeblendet, und da können Sie dann vielleicht unter dem Betreff Spende ein bisschen was überweisen als virtueller Eintritt. Wir haben übermorgen am Sonntag, dem 14.02. um 18 Uhr Lisa Warland Trio mit Didi Lofka am Bass und Percussion und dem großartigen Gitarristen Paolo Morello. Dann haben wir Stefan Nölle mit seinem Programm Ich bin noch da, wunderbares Quartett um den Sänger und Gitarristen Stefan Nölle aus München. Dann haben wir das Diogenes Streichquartett aus dem Lichthof der Pasinger Fabrik. Dann haben wir Nicole Hatziger und Mulo Franzl im Duo, Saxophon und Klavier. Alte Meister, neu improvisiert. Improvisationen über Caccini, Bach, Schubert auch dabei, Schumann. Und dann zum Abschluss das Allegrias Guitar Trio aus der Pasinger Fabrik. Schönen Abend noch, und wir genießen das letzte Lied des Trio Sfera. Viel Vergnügen.